und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für ein neues Campingplatz-Video und zwar auf Fehmarn. Man fährt als erstes über die Fehmarnsundbrücke und dann befindet sich direkt linksseitig, nur wenige Kilometer von der Brücke entfernt, der Campingplatz Struckampuck. Das hier ist die Zufahrt, auf der rechten Seite die Wartespur und auf der linken Seite befindet sich noch ein Stellplatz für Wohnmobile. Da haben wir aber nicht gestanden, sondern wir waren auf dem Campingplatz. Das zeige ich euch halt nur mal hier zur Info. Hier jetzt wie gesagt die Zufahrt, auf der rechten Seite die Wartespur, geradeaus befindet sich die Schranke und hinter der Schranke ist ein kleiner Kreisverkehr und da befindet sich dann auf der rechten Seite hier im Hintergrund ein Restaurant und ein Supermarkt und hier ganz rechts die Rezeption. Wir haben ziemlich nah an dem Kreisverkehr gestanden und ziemlich nah an der Rezeption und auch ziemlich nah an den Sanitäranlagen. Da gibt es mehrere Gebäude, das ist jetzt eins davon, das nächste, was jetzt für uns erreichbar war. Und die haben eigentlich auch die meiste Zeit geöffnet. Es gibt ja auch noch andere, die andere Öffnungszeiten haben oder mittags geschlossen sind. Aber irgendwo ist immer was offen. Und hier zeige ich euch jetzt gerade mal, wie das von innen aussieht. Die Duschen, Duschkabinen, alles sauber und ordentlich. Da kann man sich nicht beschweren. In dem anderen Gebäude sieht es deutlich schöner und moderner aus. Da muss man ein paar Schritte weiterlaufen, auf jeden Fall von unserem Platz aus. Das kommt natürlich immer darauf an, wo ihr auf dem Platz steht. Des Weiteren befindet sich natürlich auch immer die Möglichkeit zum Spülen. In diesem Raum waren wirklich einige Spülbecken und auch Wäsche waschen ist hier kein Problem, wie das ja auf jedem Campingplatz so üblich ist. Und hier gibt es dann auch einen Kühlschrank und extra einen Kühlschrank für Fisch. Da kann man dann auch nochmal was lagern, wenn man da was eingekauft hat. Das hier ist jetzt der Supermarkt, der auch eine kleine, aber ganz gute Auswahl an allen möglichen Lebensmitteln hat, so wie die meisten das halt kennen und auch eine ganz tolle Bäckerei mit leckeren Brötchen. Und hier befindet sich dann auch die Entsorgung für die Chemietoiletten, so ein bisschen versteckt, dass man nicht direkt drauf schaut. Ja, ist halt nichts Besonderes, wollte ich euch nur mal zeigen. Und rechts daneben befindet sich auch noch eine Bücherkiste, wo man sich Bücher ausleihen oder abgeben kann. Der Strand, der zu dem Campingplatz gehört, ist dieser hier. Hier lagern jetzt ein paar Boote. Auf der rechten Seite daneben sieht es so aus. Zu der Zeit, wo wir da waren, war es sehr, sehr windig, so dass man jetzt nicht am Strand liegen konnte. Aber es gab sehr viele Kitesurfer zu der Zeit. Ja, Burg auf Fehmarn ist mit dem Fahrrad ungefähr 5 Kilometer entfernt. Das ist natürlich auch ein kleines, schönes Städtchen, was man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. Einmal durch Burg hindurch kommt man nach Burg Staaken. Das ist ein Hafen, der sehr viel zu bieten hat. Einerseits kann man zum Beispiel solche Ausflüge mit solchen Speedboats machen. Man kann Angelausflüge machen. Es gibt ein U-Boot-Museum, also viele Möglichkeiten. Und auch ganz da in der Nähe befindet sich der große Südstrand mit den drei Hochhäusern, der wirklich einen ganz tollen Strand, einen ganz tollen Sand hat und auch die Wasserqualität ist da sehr, sehr gut. Und man kann richtig schöne, lange Strandspaziergänge machen. Ja, also uns hat die Insel natürlich super gut gefallen, aber auch der Campingplatz. Die Leute, die da arbeiten, sind alle super nett. Wir haben die besten Erfahrungen da gemacht und ich würde jederzeit den Platz wieder aufsuchen. Alle möglichen Informationen, die ihr sonst noch benötigt, schreibe ich euch wie immer unter das Video und verlinke euch auch den Platz. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, gute Fahrt und bis bald. Tschüss!